Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. Guckt mal unser Parkhaus hier, das Fußballstadion und ja, das Autohaus. Ja, wir haben ein paar Fahrzeuge bekommen. Die musste ich ja wegnehmen, weil ja mit der Speicherstand da nicht mehr funktioniert hat. Ich wusste nicht, liegt es an den Fahrzeugen, liegt es an sonst was. Jetzt habe ich die Autos mal wieder hingemacht, weil die haben definitiv gefehlt. Guckt mal hier vorne, haben wir noch ein paar mehr. Ja, ein paar ordentlich mehr. Und ja, sieht doch definitiv netter aus wie vorher. Jetzt hat es auch ein bisschen was wirklich von einem Autohaus, so wie halt ein Autohaus sein sollte. Nämlich, ja, mit Autos, genau, richtig geraten. Gut, eine Straße habe ich auch noch gekappt. Das habe ich immer oft gemacht, weil ja, jetzt hier Autos hinstellen, das kann nicht so interessant sein. Dachte ich mir, dann habe ich sie hingestellt und jetzt stehen sie hier. Irgendwie hat man hier noch eine Straße, sah relativ komisch aus. Die habe ich weggenommen, dafür ein paar von den Teilen hingestellt. Ja, und jetzt haben wir das soweit. Gut, ich habe übrigens noch diese Ground-Textur geupdatet. Ich habe gesagt, die sei nicht so gut, die eine, da wo man größer zeichnen kann. Das war aber nur halb richtig, denn ich hatte einfach die alte Version, die eben leider noch nicht so gut war wie die neue. Die neue ist 10-mal besser, damit kann man wirklich ganze Flächen ordentlich bemalen. Ich kann euch das mal schnell zeigen, falls ihr das nicht kennt. Ich habe gesagt, mir gefällt die Farbe nicht so gut. Ich glaube, das liegt daran, dass wenn man das mischt mit der anderen Mod, dass es dann nicht wirklich gut aussieht. Hier in Frankfurt hätten wir das. Das hier ist sozusagen die alte Mod, mit der man dann doch eine Weile am Pinseln ist. Und jetzt können wir mal die neue nehmen. Die war hier bei Decorations. Wenn ich die gleich finde, dann muss ich nicht mal stundenlang suchen. Decorations, nee, Commercial war es nicht. Da haben wir sie. Und hier haben wir diese Texturen. Da haben wir unter anderem Wasser und Co. Und hier haben wir eben die Ground-Texturen. Hier zum Beispiel mit Gleisschotter. Jetzt mache ich das mal hier. Mit der 24x24. Und mal kurz mit Pause. So, da kann man hier nämlich einfach schlurz das Ganze hier runterziehen. Und dann hat man schon. Und jetzt müsst ihr mal gucken. Der Unterschied, ja, er ist minim. Okay, gebe ich zu. Aber irgendwie gefiel mir das hier einfach besser wie das hier. Nur, also ich würde jetzt doch sagen, wir machen das, wenn wir es machen, mit dem hier. Weil es einfach 10-mal schneller geht. Und das ist eigentlich auch eine schöne Textur. Kein Problem. Eben, vor allem, wenn man natürlich den Vergleich nicht hat. Sprich, an Orten wie zum Beispiel hier unten in Stuttgart. Hier können wir ja auch mal schnell gucken. Dann fällt das wahrscheinlich gar nicht auf. Von wegen, dann hat man den Vergleich nicht. Dann sieht es halt aus, wie es aussieht. Nämlich wie Gleisschotter. Jetzt ist die Frage, wo machen wir das? Zum Beispiel hier. Oder hier vorne, wir könnten das hier mal machen. Ich würde das jetzt noch gar nicht beim Personenbahnhof machen. Das machen wir dann später. Ach, hier haben wir schon. Okay, dann machen wir es eben doch hier unten. Jetzt ist die Frage, wie und wo. Ich würde sagen, da schlagen wir jetzt gleich mal ordentlich zu. Wir haben hier auch noch Wiese mit Stein. Können wir auch nehmen. Nehmen wir gleich mal zuerst. Dann machen wir hier mal ein bisschen Wiese mit Stein. Dann sieht das Ganze aus ein bisschen wie im Wald. Also, ich würde mal sagen, das ist die Textur, die verwendet wird, wenn man irgendwie Bäume hinsetzt. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube es zumindest. Dann nehmen wir hier den Schotter und wir basteln das mal. Ich weiß, wir haben natürlich jetzt noch einen Zug, mit dem wir mitfahren wollen. Kollege RHB wartet da auf Mitfahrt. Werden wir gleich in Angriff nehmen. Ich wollte jetzt nur schnell zeigen, dass ich das eben geupdatet habe und es entsprechend jetzt auch tatsächlich so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und das ist eigentlich genau, was ich wollte. Nämlich, dass man die Größe des Pinsels variieren kann. Und das kann man hier unten ordentlich. Das sieht man. Wir sind noch nicht mal annähernd bei der größten Stärke. Wir machen jetzt hier einfach mal das Gröbste. So, dann werden wir uns natürlich kurz angucken, wie das im laufenden Betrieb dann aussieht. Hier noch ums Haus rum bis zur Straße. Okay, hier könnte man noch mal ein bisschen Wiese machen. Dass das ein bisschen vergilbt ist, das Ganze. Und jetzt, irgendwie mir fehlt dann immer ein bisschen das Ende, bis wohin machen wir das. Aber da kann man natürlich zum Beispiel eben jetzt hier nochmal diese Wiese ein bisschen nehmen, dass das ein bisschen einen flüssigeren Übergang gibt zu diesem Immergrün, was wir sonst haben bei Transportfieber. So, okay, wir gehen mal raus. Ja, sieht doch nett aus. Da fehlen noch Gleise, definitiv. Hier müssen noch weitere Gleise kommen. Das gehen wir demnächst an, dass hier noch ein Zug raufkommt und noch ein paar Fegzüge reinkommen und so weiter, werden wir machen. Jetzt schauen wir mal, wie das aussieht, wenn hier das Ganze läuft. Ja, es ist halt eisenbahniger. Jetzt fehlt hier aber noch was. Das habe ich vergessen. Moment, Moment, Moment. Was machen wir da? Da ist die Frage, machen wir da Gleisschotter hin oder machen wir da... Wir könnten natürlich Asphalt machen. Ein Stückchen Asphalt kann nicht schaden. Wenn wir hier zum Beispiel Asphalt haben... So, da kann man wirklich die ganze Map in der Kürze natürlich entsprechend bemalen. Das ist schon sehr nett, wenn man das möchte. Und ja, ich würde mal sagen, rein der Optik zuliebe
lohnt sich das definitiv, weil es einfach wirklich auch gut aussieht. Und jetzt hier mal rausgehen. Oh, da muss ich gerade husten, sorry. Ja, das Thema hatten wir ja schon mit diesen Spitzen. Da kann ich leider nichts machen, da müssen wir alles nochmal neu bauen. Schade, schade. Aber okay, dann hat Stuttgart nochmal ein bisschen was Spezielles. Ich kann ja mal ganz kurz, es kostet ja nichts, wir gucken mal ganz kurz, ob wir die nicht doch vielleicht ein bisschen wenigstens unter die Erde bringen. Hier mit kleiner, dann gerne mit hoch und dann mal gucken, was passiert. Gar nichts, weil das ist die Straße. Ich müsste die Straße abreißen und das haben wir alles schon bei Trainfieber und auch bei Transportfieber schon versucht. Dann nochmal zuschütten, das ganze Tunnel nochmal machen und dann hat man diese drei wahrscheinlich weg. Dafür hat man dann zwei neue hier links und rechts. Also, das ist halt leider einfach vom Spiel her. Gut, wir lassen mal laufen. Haben wir noch was? Ground Texture? Oh ja, wir haben noch was. Eieieiei. Moment, nochmal kurz Pause. Ich habe hier die Wegpunkte vermasselt bei dieser Linie. Das schauen wir uns nochmal an und auch, hier in Dingens, da sieht man schon die Wegpunkte hintereinander. Das geht natürlich nicht. Interessanterweise fährt die Strecke doch eigentlich so, wie sie sollte. Aber das ist natürlich trotzdem falsch. Und in, muss ich gucken hier, Birkenstraße, das ist die falsche Haltestelle. Das ist die Taxi-Haltestelle. Das ist natürlich kein Drama. Der Bus hält auch da. Aber das muss ja nicht sein. Wir hätten hier schon gerne die Bushaltestelle, wenn wir schon eine Bushaltestelle haben. Also, wir machen mal den noch weg und den noch weg. Das Einzige, was stimmt, ist eigentlich das hier. Dann würden wir gerne hier lang. Und damit sie eben tatsächlich... Oh, jetzt nutzen sie ohne Wegpunkte sogar die Autobahn. Na, das ist ja sehr cool. Da gehen sie hier runter, da müssen wir die Wegpunkte gar nicht mehr nehmen. Wir können ja zur Sicherheit. Hier unten die Baustelle, genau. Oh, sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Halt mit dem Gelb von der Linie drin. Das ist nicht so schlimm. So, hier unten. Wir nehmen jetzt zur Sicherheit doch noch einen rein, einfach damit wir es haben. Und zwar wäre das vom Meisenweg nach Stuttgart, wollen wir hier lang. Und das müsste jetzt eigentlich stimmen. Den Rückweg lassen wir, weil das stimmt eh. Finde ich cool, dass das tatsächlich von alleine dann doch noch entsprechend reguliert wurde. So, wir wollten bei einem Zug mitgucken. Haben wir denn noch einen? Oder sind nicht inzwischen alle losgefahren? Nee, das müsste hier... Ist das unserer? Nee. Das ist Kollege Doppelstock. Wir gehen mal in Richtung Depot. Sind die echt alle schon raus? Wow. Okay, die sind alle schon raus. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Jetzt wollten wir hier mitfahren, jetzt aber kein Zug mehr. Jetzt müssen wir im Prinzip warten, bis die zurückkommen. Ja, oder wir schauen mal, wo ist denn hier der nächste? Sonst fahren wir halt die Strecke zurück. Das ist eigentlich auch egal. Wir gucken mal hier oben in Köln, ob hier schon einer angekommen ist. Und dann steigen wir da mal ein. Sobald Kollege Lag weg ist. Hallo, Spiel, dankeschön. Ja, da fährt er schon zurück. Okay, den nehmen wir aber nicht, sondern wir nehmen den hier. Da fahren wir glatt mal noch kurz hier in den Lütticher Bahnhof rein. Ich stelle gerade fest, dass das Spiel jetzt auch ein bisschen laut ist. Da muss ich dann nochmal zurückregulieren beim Mischen. Sonst hört man hier überhaupt nichts mehr. Okay, wir müssen warten, bis der rauskommt. Das werden wir natürlich machen. Alleine schon, weil es cool aussieht, weil dann kreuzt der Zug natürlich entsprechend. Da kommt er eh schon daher. Auch mit Licht. Wie gesagt, ist kein Licht. Ich sage das gerne immer wieder. Nicht, dass in den Kommentaren steht, Heisi, die haben kein Licht. Wir haben kein Licht bei Transportfieber. Ich weiß. Sieht aber halt aus, als hätte er Licht. Daneben, da hinten noch der Toblerone-Zug. Da gibt es auch noch News dazu. Der IC kommt auch gleich noch daher. Nämlich, den gibt es eben doch immer noch. Also den Cola-Zug und den Toblerone-Zug, den gibt es noch. Ihr müsst mal, ich weiß jetzt leider nicht, bei welcher Folge. Ich glaube, bei der von gestern oder vorgestern, da hat sich ein Zuschauer die Mühe gemacht und die tatsächlich nochmal rausgesucht und verlinkt. Also wenn ihr da mal guckt, ich habe das angepinnt, sprich diese Links, die sind zu oberst bei den Kommentaren, müsstet ihr mal gucken, dann findet ihr die Cola-Züge und die Toblerone-Züge ebenso. Vielen Dank an den Zuschauer, das ist natürlich sehr nett, deswegen habe ich es auch angepinnt, weil ein paar Leute halt gefragt haben, wo ich diese Züge her habe. So, wir beladen und dann geht's hier zurück. Nach Stuttgart. Kollege ICE ist hier auch. Ich überlege schon, was wir in Stuttgart noch für einen weiteren Zug machen. Und jetzt hört man hier auch die Leute. Relativ deutlich. Und die Durchsagen, die kommen halt nur sporadisch. Jetzt, ich habe gerade noch mit einem Ohr mitgehört, ob ich nicht noch gerade eine höre. Aber nö. Die kommen immer nur sporadisch daher, diese Durchsagen vom Bahnhof.
Jetzt haben wir halt Pech gehabt und die gerade mal nicht gehört. So, da ist der andere Zug. Ich weiß nicht, ob in den Kommentaren was stehen wird, von wegen, dass hier eine Lokomotive vorgespannt ist. Ich habe noch Bilder gesehen, dass diese Züge eigentlich ohne Lokomotive auch fahren. Aber mein Gott, man kann natürlich auch eine Lok davor hängen, dann haben sie ein bisschen mehr Power. Schnell sind wir natürlich nicht. 100 ist das Maximum, was wir erreichen. Das ist aber auch okay, weil das ist eine Strecke zum Genießen, nicht eine zum Rasen. So, hier ins Tunnel rein. Da hinten ist schon wieder eine ICE. Oh, und hier, ja, der ist natürlich ein bisschen schneller, ganz klar. Zumindest minim. Schon wieder einer, der entgegenkommt. Ja, hier ist ordentlich Verkehr. Ui, mit den ICEs aber auch. Das sieht man hier auch relativ deutlich. Die müssen hier teilweise sogar warten. Ja, das ist halt, wenn man viele Züge auf der Strecke hat, ganz klar. Dann gibt es auch mal Standzeiten. Aber ich muss sagen, man könnte das Ganze auch so wie einen Schattenbahnhof sehen hier. Sprich, dass hier halt die Züge sind, die man nicht sehen soll auf der Anlage, weil sie eben gerade pausieren oder warten. Eben wichtig ist ja, dass man da, wo man die Züge sieht, nämlich außerhalb vom Tunnel, dass man da dann tatsächlich eben auch die Züge hat. Mir ist der Ingame-Sound viel zu laut. Ich höre meine eigene Stimme kaum mehr. Was habe ich denn jetzt wieder hier eingestellt? Heiliges bisschen, dieses Gebastel am Ton. Das ist etwas, das verfolgt mich irgendwann mal noch bis in den Schlaf rein. Weil das ist schon komisch. Wenn man redet und sich eben selber kaum hört, dann hat man immer das Gefühl, ja, man redet Blödsinn zusammen. Gut, mache ich sowieso den ganzen Tag. Auch wenn ich nicht aufnehme. Aber ihr wisst, glaube ich, schon, wie ich meine. Aber egal, ist jetzt halt wie es ist. Wir genießen jetzt die Fahrt. Da unten sehen wir den Fährhafen auf der rechten Seite. Und hier geht es runter. Hier gehen wir sozusagen weg von dieser Strecke hin zu der anderen, wenn ich mich nicht täusche. Dass wir da eben ankoppeln sozusagen. Aber alles mit eigenem Gleis. Wir haben sogar noch 65. Kann es sein, dass die Wagen auch nochmal runterdrosseln? Die Lok würde, glaube ich, 100 zulassen. Aber die Wagen bremsen uns wahrscheinlich hier nochmal runter. Ja, ja, gut. Aber eben, ist eine Ausflugstrecke. Kein Ding. Rasen können sie links und rechts, beziehungsweise rechts. Aber auf der Strecke hier... Ja, jetzt kann man natürlich sagen, da hätte ich auch die alten Gleise nehmen können. Hätte ich machen können, ganz klar. Haben wir jetzt aber nicht. Ist dahingehend gut, falls wir dann doch die Züge mal irgendwann noch austauschen aus irgendeinem Grund. Dann haben die wenigstens hier schon... ein vernünftiges Gleis. Ich bremse einfach nicht gerne die Züge durch die Gleise, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ah, Güterzüge, sehr schön. Ja, und kaum lobe ich das Spiel, weil es wieder gut aussieht, dann haben wir hier wieder ein Lag. Cool, jetzt bitte noch ein, zwei Züge, die entgegenkommen. Wenn wir es hier schon, wow, zwei, vier, sechs gleisig haben, dann möchte ich hier aber auch ein bisschen was sehen. Da müssten doch noch mehr entgegenkommen. Und hier haben wir tatsächlich überall diese komischen Stacheln. Die Trainfieber-Gedenkstacheln. Was machen die denn hier? Oh, jetzt kommen sie aber. Hui! Sehr schön. Wenn jetzt diese Stacheln nicht wären, ist halt, ja, sobald man irgendwas in der Nähe von einem Berg macht, irgendwie dann stachelt das Ganze. Komisch. Da hinten, guck mal, Fußballstadion. Das ist München demnach. Und da kommt Kollege Turbo, der ist auch ein bisschen schneller natürlich. 65 ist dann wahrscheinlich doch auf der ganzen Anlage eher etwas vom Langsameren, ganz klar. So, dann haben wir da einen Tunnel durch. Mal gucken, wo wir rauskommen. Ah, ein längeres Tunnel. Ist schon krass, der IC, der ist etwa dreimal, ja nee, Blödsinn, dreimal, viermal, fünfmal, ja, fast fünfmal schneller. Wie der hier. Und das sieht man natürlich auch. Wenn man hier mit dem ins Tunnel reinfährt, man kommt fast nicht mehr raus. Auch wenn es ein längeres Tunnel ist, aber trotzdem. Es braucht dann halt ein bisschen, bis man wieder rauskommt. Kommen wir überhaupt irgendwann wieder raus oder ist dieses Tunnel endlos? Nein, ist es nicht. Da vorne ist das Portal. Müssen wir ja eh bald schon in Stuttgart sein. Da werden wir wahrscheinlich ein bisschen Wartezeit haben, würde ich mal sagen. Weil dann die Gleise da im Bahnhof drin schon auch noch von anderen Zügen genutzt werden. Zumindest von solchen, die eben kreuzen und machen und tun. Cool, sind wir wieder ein bisschen auf dem Land hier. Schön mit dieser Allee da unten. Hier wachsen sogar die Bäume ein bisschen ins Gleis rein. Ja, ja, die Natur holt sich zurück, was ihr gehört. Und schon wieder ein Turbo.
sehr nett. Dreifachtraktion. Hier auf den Straßen könnte man... Oh, da vorne der TGV. Hier auf den Straßen könnte man noch ein bisschen mehr Verkehr vertragen. Das kommt alles noch mit den Besuchermagneten. Ich muss es vielleicht nochmal sagen, warum wir jetzt noch nicht allzu viele Besuchermagnete haben. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass wir nicht die Performance noch völlig in die Knie zwingen wollen. Die ist sonst schon wieder eher prekär teilweise in gewissen Städten. Also in den größeren Städten merkt man schon, dass halt die Frames massiv wieder runtergehen. Immer so von, ja, von 80 Folgen an, würde ich sagen, merkt man es dann langsam. Und jetzt sind wir hier doch auch wieder bei Folge, weiß gar nicht, was ist das, die 127 oder irgendwie sowas? Ja, da haben wir halt entsprechend Rollmaterial, entsprechend Personen und die müssen alle berechnet werden. So, da vorne ist der Güterbahnhof, da düsen wir auch noch durch. Jetzt hat man natürlich das Gefühl, das ist eine ewig lange Strecke. Das ist auch eine längere Strecke, die geht schon einmal quer rüber. Aber warum die natürlich auch länger wirkt, das hat ganz einfach damit zu tun, dass wir eben diese unglaublichen 65 km/h gerade haben. Ah, genau, hier über den Güterbahnhof rüber fast schon, beziehungsweise eben ein bisschen erhöht dran vorbei. Nett, ist eine nette Strecke, ich denke. Das ist schon was man mit der RHB machen kann. Man hat gut was zu gucken, auch wenn natürlich die RHB nicht unbedingt nach Stuttgart fährt. Die fährt auch nicht nach Köln. Sie fährt auch nicht an München vorbei. Aber unsere macht das halt. Das ist ja auch eine Modelleisenbahn, RHB. Die fährt halt da, wo sie Gleise hat und wo der Chef möchte, dass sie durchfährt. So, da hinten in Stuttgart mit dem Fernsehturm. Und jetzt werden wir da hinten in Stuttgart gleich mal noch kurz gucken, ob wir nicht dieses eine andere Gleis da noch irgendwie verwenden können. Da hinten der Doppelstock. Und jetzt geht es hier genau in Richtung Brücke, die uns dann in den Bahnhof reinführen wird, wenn wir freie Fahrt haben. Werden wir gleich sehen. Was denkt ihr? Ich denke, nein. Wir werden wahrscheinlich irgendwo warten müssen. Zumindest ein anderer Zug von der RHB, also von dieser Linie her direkt Stuttgart-Köln, der wird da noch im Bahnhofsbereich drin sein und uns wahrscheinlich die Gleise blockieren. Alles andere würde mich tatsächlich wundern. Da kommt gerade einer daher. Ja, also der ist mal weg. Hier das Depotgleis, das wieder einmal mehr ein bisschen verbuggt ist. Ein bisschen ist gut. Ja, also im Moment könnten wir noch fahren. Schau an, schau an. Ja, und hier waren wir schon mal. Wir sind ja aus dem Depot rausgekommen, aber das genießen wir jetzt natürlich trotzdem noch mal kurz. Genau, in München möchte ich noch ein Signal stellen. Das ist mir noch eingefallen. Da haben wir ja so einen Bereich, wo wir so ein Nadelöhr haben. Da gehört dringend noch ein Signal hin. So, und jetzt hier ein bisschen das Ganze verändert, eben mit diesem Schotter, den wir gelegt haben. Gefällt mir soweit ganz gut. Ist halt tatsächlich ziemlich bahnhofig. Mir fehlen da einfach noch die Gleise. Genau deswegen schauen wir uns das dann noch kurz an. Gut, der Kollege möchte jetzt hier natürlich noch raus. Das haben wir aber, wie gesagt, schon gesehen. Der hat die Lebensdauer erreicht, dann ersetzt ihn, weil ich habe eigentlich die Fahrzeugersätze gemacht. Oh, hier nicht? Warum das denn? Ach, das, der Fake-Kreiselzug in Köln. Okay, den ersetzen wir nicht. Der darf gerne alt aussehen. Kein Ding. Ja, schön, wie hier die Züge rumdüsen. Wunderbar, da kommt der andere raus, dann kann der rein. Dann hätten wir das. Und jetzt werden wir uns hier das Gleis noch ansehen. Bevor wir das aber machen, düsen wir ganz kurz nach München. Ist ja nicht weit, weil... Ja, jetzt fahren sie aber relativ vorbildlich. Genau, hier haben wir so ein Nadelöhr. Wenn alle Züge zusammenkommen oder viele von denen, und es sind ein paar, die hier lang düsen, dann haben wir den Effekt, dass hier und hier immer Züge warten müssen. Und deswegen würde ich eigentlich gerne diesem Zug hier, hier vorne noch ein Signal geben. Denn das hier, das ist ein Signal von der Spanisch-Brötli-Bahn. Würde ich behaupten, oder auch nicht. Ja, doch, ist von der Spanisch-Brötli-Bahn. Die fährt hier runter, ganz klar. Also machen wir hier noch ein Signal hin. Der Zug müsste da reinpassen, denke ich. Das sollte kein Problem sein. So, und jetzt müsste der hier eigentlich fahren können. Das macht er auch. Und jetzt mal hier oben noch gucken. Ja, da haben wir hier ein Signal. Oder ist das auch Spanisch-Brötli-Bahn? Einmal drehen. Nein, das ist unser Signal. Okay, dann können wir das lassen. Weiter oben ist dann das Bahnhofsvorfeld. Da möchte ich keine Signale haben. Das gibt nur Probleme bei dem Spiel. Also nicht nur in dem Spiel, das gäbe wahrscheinlich in der Realität
auch entsprechend Probleme. Hallo Spanisch Brötlibahn, na, wie geht's immer so? Interessanterweise fahren hier auch immer Leute mit. Guck mal, das Ding ist voll. Ist eigentlich ein reines Schönbaudingens, aber es funktioniert tatsächlich auch wirtschaftlich. Und von den Turbos haben wir auch ein paar unterwegs, hier ist gar keiner drin. Ja, die Leute fahren lieber Spanisch Brötlibahn. Auch irgendwie interessant. Gut, wir düsen mal zurück, ist ganz klar. Wir haben hier noch Autobahn und alles Mögliche, was wir noch bauen. Das kommt nach und nach. Ich kann halt, ich muss es immer wieder sagen, immer nur nach und nach etwas machen. Ich kann nicht alles miteinander machen. Jetzt sind wir in Stuttgart. Da gab es, glaube ich, schon wieder den ersten Kommentar, wir sollen in Oberböser mal wieder was machen. Ja, wenn wir dann nach Oberböser gehen, heißt Frankfurt wäre mal wieder fällig. Und das stimmt ja alles auch, nur eben. Wir können halt nur nach und nach die Sachen machen. Und jetzt werden wir hier dafür sorgen, dass hier noch mehr Züge reinfahren. Und zwar indem wir diese Gleise hier nehmen und mit diesen Gleisen irgendwo hindüsen. Jetzt müssen wir halt noch wissen, wo wir denn hinwollen mit diesen Gleisen. Also irgendwie wäre es natürlich mal naheliegend, dass wir zum Beispiel hier auf die Brücke gehen. Dann hier rein. Ja, aber dann dann verstopfen wir hier die Linie natürlich nochmal ein bisschen. Haben wir denn hier oben gar kein Signal mehr, dass der hier unten warten muss? Wisst ihr was, hier machen wir auch nochmal ein Signal, wo wir doch in München gerade ein Signal gesetzt haben. So, dann kann der nämlich auch nochmal ein Stückchen weiterfahren. Die sind ja nicht lang. Also das passt eigentlich perfekt. Dann können die hier noch ein bisschen dichter gestaffelt hier reindüsen. Okay, wenn wir das Gleis hier haben und hier raufgehen. Ich glaube, wir haben halt von Stuttgart aus tatsächlich schon die meisten Städte am Netz. Also hier Dorfhain haben wir gerade gemacht. Heisenberg City haben wir sowieso. Und Alt-Gallo mit Sicherheit auch. Das ist ein Nachbarstädtchen von Stuttgart. München auch. Hier rauf ebenso. Was wir machen könnten, wäre, dass wir zum Beispiel auf bestehendem Gleis, was wir hier ja haben, hier lang, nach hier hinten gehen, nach Lüdersburg. Denn hier waren wir auch schon Ewigkeiten nicht mehr. Wir können mal schnell laufen lassen. Ja, und hier haben wir doch ICE und Hybrid. Hier noch eine Dampflok, die Schnellzug-Dampflokomotive. Die fährt, glaube ich, nach Heisenberg City. Heisenberg City heißt's. Ja, da steht's auch. Sehr nett, gut. Hier könnten wir eigentlich auch noch weitere Züge vertragen. Warum nicht nochmal eine Direktlinie hierhin? Das ist natürlich auch wieder eine längere Strecke. Da nehmen wir dann aber schnellere Züge. Und wir müssen gucken, wie wir das machen mit ja der gemeinsamen Gleisnutzung, dass wir eben nicht wirklich bestehende Linien dann da noch groß ärgern. Also wenn es möglich ist, bauen wir eigenes Gleis. Aber für den Moment, wobei hier rüber, eben man sieht's, guck mal, was hier an Zügen schon unterwegs ist. Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir jetzt die Gleise nehmen und mit denen da reingehen. Dann würde ich vorher hier nochmal mit einer Brücke rüber. Wir hätten hier sogar Platz. Guck mal, das würde doch sogar gut aussehen. Wenn hier nochmal eine weitere Brücke ist, also nicht hier andocken, sondern mit dem Gleis wieder auf eine Brücke raufgehen. Man reiche mir ein Gleis. Welches Gleis haben wir hier? Das ist das linke. Nehmen wir das rechte mal mit, in der Hoffnung. Ja, das wird nicht reichen. Im Gegenteil, das machen wir anders. Da kappen wir das nochmal, damit wir hier Höhe gewinnen. Halt, falsches Gleis. Dich wollte ich haben. Und dann hier gerne schon mal ein bisschen in die Höhe. Dann kämen wir nämlich hier auf eine Brücke rauf. Dann würde das hier aber aufgeschüttet werden. Und von der Ausrichtung her würde ich gerne irgendwo hier dazwischen. Hier haben wir schön Platz, dass wir mit der Brücke runterkommen. Und dann werden wir hier an dieses Gleis andocken. Mal gucken. Ich würde sagen, wir geben dem auch nochmal eigenes Gleis. Weil das Problem ist natürlich auch, wenn wir uns die Linie teilen wollen mit der RHB-Linie. Nein. Die mit ihren 65 km/h, da können wir ja, keine Ahnung, eine Drehsine raufstellen, damit nicht geärgert wird, weil die Züge nicht allzu schnell sind. So, wir machen mal ein Päuschen. Ich würde sagen, das könnte man mal so nehmen. Dann gehen wir hier rüber. Das müsste soweit auch passen. Und zwar gerne nochmal mit der Brücke hier. Das wäre sogar die hier. Okay. Wir gehen hier runter. Ziehen das ein bisschen weiter in die Richtung. Müssen natürlich da auch auf die Schifffahrt ein bisschen achten. Man sieht aber schon, das würde klappen. Sonst wäre es nämlich eingezeichnet. Wenn ich hier auf die schiffbaren Gewässer gehe, dann sieht man, das passt perfekt. Können wir nehmen. Man könnte hier höchstens nochmal ein bisschen runtergehen. Das würde ich sogar machen. Ja, machen wir so. Die Straße da, die würde ich sagen, die kappen wir. Oder können wir das? Das könnten wir eigentlich auch mit der Brücke erledigen. So, das ist das maximale Gefälle. Könnte man auch so machen. Dann geht hier halt die Straße noch lang, während die Züge hier runterkommen und da ins Gleis reingehen.
Okay, wenn wir hier drin sind, was passiert dann? Dann haben wir hier folgenden Bereich, nämlich den Güterbahnhof mit hier unten ein Gleis, hier ein Gleis. Wir haben gerade ein Lag, deswegen bewegt sich es gerade nicht. Hier werden wir nicht langkommen. Wir müssen hier nochmal kurz unten durch. Also nochmal eine Flying Junction machen. Ich benutze halt leider die Mod leider wirklich nicht mehr gerne, die Flying Junction Mod, weil es dauernd abstürzt. Also wir müssten hier wieder irgendwie was Eigenes basteln. Wäre das denn soweit richtig eigentlich? Ja, das würde uns dann nach Wien führen. Und von Wien aus kämen wir, denke ich, relativ einfach dann weiter nach da hinten. Das heißt, wir machen das so, dass wir hier tatsächlich nochmal ins Gleis reingehen. Aber wir können ja mal schauen, ob wir hier nicht sowieso unter die Erde kommen. Wir kommen, allerdings zu spät. Wir müssen natürlich das Portal hier früher haben. Nee, das bauen wir noch nicht. Da warten wir. Wir müssen erst wissen, was wir hier machen. Ich kann ja testweise das Ganze mal mitnehmen. Wow, das ist ja genial. Das würde sogar gehen. Also das erstaunt mich jetzt aber doch eher massiv. Okay, das würde gehen. Würde noch ein Gleis hingehen, weil wir brauchen natürlich noch eins. Oder wir machen hier einen eingleisigen Bereich. Das hätte doch auch was. Weil es funktioniert ja. Das Problem ist halt, ich kann nur gucken, ob hier zwei Gleise hingehen, wenn ich schon mal baue. Wenn wir es dann nicht nehmen und ich es abreiße, dann haben wir das Problem, dass hier die ganze Aufschüttung im Eimer ist. Also wenn wir auf der linken Seite wären und hier weitergehen, dann hätten wir hier mal noch eine Straße, die in dem Sinn stört. Das würde hier reingehen. Es wäre wahrscheinlich definitiv einfacher, wir würden es tatsächlich hier auf der linken Seite machen. Oder eine Linie hier lang. Nee, das ist irgendwie doof. Wisst ihr, wie ich meine? Dass wir in die Richtung links fahren und zurück hier ganz rechts. Und in der Mitte sind dann die RHB-Züge. Das Problem ist aber, wir müssen dann mit einem Zug wirklich oder mit einem Gleis wirklich unten durchkommen. Wie machen wir das denn am besten? Wir bauen jetzt einfach mal. Wir schnappen uns das Gleis. Gehen hier maximal runter. Um mal zu gucken, ob wir hier nicht doch irgendwo... Da kämen wir in den Tunnel rein. Guck mal, da könnten wir rüber. Also das würde eigentlich funktionieren. Gut, welches Gleis haben wir denn hier? Das ist das linke, weil wir das rechte noch gar nicht benutzt haben. Okay, und das linke? Nee, das linke müsste eben im Prinzip hier andocken. Das wäre in Ordnung. Und mit dem rechten müssten wir hier in den Tunnel reinkommen. Ich würde das gerne so machen, dass wir hier in die Richtung düsen und hier zurückkommen. Wenn wir da vorne eben schon wirklich nochmal ein Gleis legen können, was ich niemals für möglich gehalten hätte, dann werden wir das auch entsprechend ausnutzen. Also bauen wir mal, beziehungsweise das wäre halt aufgeschüttet schon schöner. Wir schütten das auf. Das heißt, Kollege Straße muss hier weichen, weil hier haben wir auch eine Aufschüttung. Das sieht definitiv besser aus. Okay, hier rein. Mal gucken, ob das funktioniert mit der Straße. Jawohl. Gleich kaufen, gar nicht überlegen. Zack, gebonkt. Und jetzt hier das zweite Gleis mitnehmen. So, und mit dir würden wir jetzt eben gerne unter die Erde, damit wir da hinten wechseln können. Aha, wir kommen ja nicht mal rüber. Oh je, Moment. Was haben wir denn hier für ein Problem? Bis hierhin geht's, okay. Bis hierhin geht's auch. Wir müssen es in kleinen Schritten bauen. Gut, dann machen wir das in kleinen Schritten. Oder wäre es einfacher hier hinten? Das wäre 10-mal einfacher. Gut, dann werden wir das da vorne nochmal kurz ändern. Oder hier hinten nochmal kurz ändern. Das können wir natürlich auch. So, das kurz kappen. Und jetzt hier rein. Weil hier im Bahnhofsbereich ist das nicht so schlimm, wenn wir kein Tempo haben. So, jetzt müsste das schon passen. Damit wir es nicht vergessen, machen wir doch hier glatt mal noch schnell eine Weiche hin. Zack, mal gucken. Jawohl, passt perfekt. Okay, jetzt sieht das hier eigentlich auch schon bedeutend besser aus. Vielleicht sogar hier dann noch mit Weichen raus, dass wir hier einfach noch ein paar Gleise zusätzlich haben. Plus minus so. Könnte ja da ein Depot reinführen, das dann hier steht. Und hier ebenfalls noch ein größeres Depot, wo die Gleise hier reingehen und damit Weichen dann verbunden sind. Das wäre dann wieder etwas für ein bisschen später. Ach, jetzt stimmt es natürlich hier vorne auch nicht. Müssen wir auch nochmal wegnehmen. So, man reiche mir das Gleis halt. Das muss ich auch noch kappen. Und jetzt wollen wir mit dem hier da unten rein. Funktioniert bestens. Und mit dem hier wollen wir hier lang. Möglichst in den Tunnel rein. Na, mal mit N noch versuchen. Ja, das wird schwierig. Ich sehe schon, das wird schwierig.
Was natürlich funktionieren würde, wahrscheinlich, ja genau, dass wir eine Brücke machen. Wir müssen ja nicht zwangsläufig unten durch. Wir können das auch so machen, dass wir so hier zurückkommen. Wichtig ist, dass wir hier auseinandergehen und hier eben dann in beide Richtungen düsen können. Oh, das würde sogar so funktionieren. Das sieht relativ schnittig aus. Das würde ich glatt mal nehmen. So, jetzt hier mit einer ordentlichen Kurve zurück. Plus, minus so. Ja, okay. Nehmen wir. Nehmen wir direkt mit dazu. Düsen hier lang. Und jetzt werden wir das hier fröhlich ausnutzen, dass wir hier ohne Probleme da langkommen. Interessant wäre, wenn es jetzt nicht mehr funktioniert hätte. Oder vielleicht kommen wir hier auch nicht durch. Mal gucken. Doch, das geht alles ohne Probleme. Das ist doch schön. Dann haben wir so unsere langsame, schöne, ja, knuffige RHB-Bahn hier in der Mitte. Und die wird dann umzäunt hier von doch eher schnellen Zügen. Definitiv. Die werden ein gewisses Tempo haben. Okay, jetzt hier lang. Wenn wir irgendwo ein Problem haben mit einer Straße oder so, dann werden wir einfach Kollege Bako bemühen. Ganz klar. Dann kommt das weg. Ja, wobei hier vorne müssten wir gucken, ob wir es nicht anders lösen. Wir könnten ja schauen, ob wir hier nicht irgendwie dann mit dem Teil doch noch rübergehen. Dass wir dann ab hier zum Beispiel eben auf der rechten Seite unsere neue Strecke haben. Weil hier vorne ist auch, da kommen wir dann in diese Gleise rein. Da müssen wir aufpassen. Würde hier noch ein weiteres funktionieren? Wow. Würde gehen. Wir machen das jetzt Step by Step, weil hier vorne werden wir dann sowieso überlegen müssen, wie wir hier an Wien vorbeikommen. Das wird sich dann weisen. Nicht ein Learning by Doing, sondern ein Doing und dann Cooking, sozusagen. Also, mitnehmen. Soweit bauen, wie es geht. Aber eben, hier vorne geht es dann nicht mehr. Und hier haben wir einen Damm. Das heißt, hier kommen wir nicht unten durch. Wir kämen natürlich hier unten durch. Nee, kämen wir auch nicht. Hier ist ja auch ein Gleis. Das würde also auch nicht funktionieren. Vielleicht unter die Erde gehen. Das müssen wir mal schauen, ob das funktioniert. Nur hier lang gehen. Dann möglichst weit runter. Dann kämen wir hier ins Tunnel rein. Das wäre schon mal in Ordnung. Und dann eben hier wechseln. Da gibt's. Guck mal, das sieht schon wieder aus, als gäbe es ja schon wieder diese Stacheln. Nicht Stacheln machen, Spiel. Kein Mensch braucht diese Stacheln. So, ich mache es ein bisschen kürzer, weil wir wollen natürlich auch wieder aus der Erde rauskommen. Machen wir aber die Röhre. Okay, mit dem Gleis hier rüber. Das heißt, mit dem können wir jetzt hier normal weiterfahren. Wo bist du? Hier vorne. Also du gehst mal hier lang. Und dort, wo wir dann rauskommen. Hui, da kommen wir sogar durch. Okay, jetzt müssen wir aber aufpassen, wie wir das genau machen. Das hier ist das rechte Gleis. Das heißt, hier vorne müssten wir dann irgendwann ein bisschen weg mit diesem Gleis, damit wir mit dem anderen hier hinkommen. Oder wir machen es einfacher. Wir nehmen zuerst das andere Gleis. Das ist natürlich wahrscheinlich cleverer. Also du würdest jetzt hier unten durchgehen. Moment, das funktioniert nicht. Ich muss das Gleis noch richtig erwischen. Hier unten bist du. So, hier lang. Dann natürlich gerne mit Aufwärtstendenz. Und dann bitte wieder rauskommen. Hier vorne käme es raus. Was könnten wir da hinstellen? Wie würde das aussehen? Da wäre das Portal ein bisschen hier verwurzelt im Damm drin. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Machen wir mal. 300. Ja, ja, okay. Tempo passt auch. Sicher eher ungewöhnlich das Ganze. Aber wer Heisenberg Zock verfolgt, weiß, dass ich eben die ungewöhnlichen Sachen doch relativ gerne mag. So, und dann so rein. Muss er hier ein bisschen runter. Ganz klar, 89. Das werden wir jetzt nicht groß anders machen können. Oder wir könnten hier, wir kappen das mal nochmal, wir gucken mal, ob wir nicht gerade reinkommen. Ich habe das jetzt mal gebaut, vor lauter Freude, weil es gerade geklappt hat. Das wäre eigentlich schade. Jetzt kann ich das wieder nicht mehr vernünftig schnappen. So, hier raus. Oh, warum geht das jetzt nicht mehr? Das ging doch vorher. Moment, da müssen wir wieder runter. Gut, nochmal einmal rauf. Nochmal einmal runter. Ja, wir kriegen das halt nicht besser daran. Das wird nicht gehen. Wenn wir von hier kommen. Und da runter gehen. Da kommen wir nicht ins Tunnel rein. Nicht in das, was wir brauchen. Nee, das geht nicht. Ich glaube, das, was ich abgerissen habe, war eigentlich das Beste. Was wir hier hinkriegen. Nämlich so. Okay, zur Not halt mit dieser Bremse, die wir haben. Gut.
Bauen wir das nochmal? Ja, ist in Ordnung. Oh, ist aber. Uiuiui, nee, das geht ja. Oh, was haben wir jetzt gebaut? Halt. Nochmal kappen, Bagger, zack. Die Folge ist eh schon lange rum. Ich kann wieder nicht aufhören. Es ist ein Kreuz. Wir müssten hier mal ganz schnell das nochmal in die Höhe bringen. So, hier zurück. Und okay. Dann schnappen wir uns wieder Kollege Gleis. Und jetzt nochmal gucken, wie wir das hinkriegen. Also wir haben im Prinzip hier die maximale Steigung. Sind wir dann tatsächlich so weit unten? Doch, man sieht schon, wir sind weit unten. Aber wir kommen hier, glaube ich, dann doch irgendwann Richtung Gleis. Gut, liebe Freunde, wir müssen tatsächlich ein Päuschen machen. Sonst wird die Folge viel zu lang. Ich muss noch rendern machen und tun. Danke fürs Zusehen. Wir werden hier morgen weiterbauen. Und dann bin ich gespannt, wie die Lösung aussehen wird hier bei diesem Teil. Mal gucken, wir können natürlich auch die Straße versetzen. Wäre die einfachste Variante. Aber irgendwie möchte ich das anders machen. Wo haben wir ein Züglein hier? Unten, jede Menge. Besten Dank fürs Zusehen. Jetzt haben wir wieder ein Lag. Ja, Folge ist rum. Da haben wir immer noch mal ein Päuschen, damit man noch mal innehalten kann und sich das Ganze betrachten kann. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Macht's gut. Tschüss.